Hi, Mario. Bone Chilling mit Secret Exit. Ohne Yoshi. Ohne Sahne. Okay, dann machen wir eben ohne Sahne. Ist in Ordnung. Oh ja, das sind neue Gegner-Sprites. Ich muss jetzt gerade erstmal nochmal eine Fahrt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann machen wir das gleiche eben nochmal. Da habe ich mich beim letzten Mal so drüber gefreut. Haben die wahrscheinlich mitgekriegt. Und dann haben die gesagt, so, dann müssen wir direkt noch eine zweite Runde draus machen. Den nehme ich mal mit. Aber ich benutze weiterhin die Feder. Also den, der Blume. Den, ich weiß gar nicht, ich kann es gerade nicht retten. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ding, was da in der Erde ist, mir Schaden macht, wenn ich da drauf springe. Warte mal, ich, rein spaßeshalber. Ja. Nur, dass es mal getestet wurde. Ich meine, wie weit wäre unsere Zivilisation eigentlich jetzt heute schon, wenn wir Safe States hätten? Das wäre schon gut. Oder alleine für Real Life Safe States, das wäre cool. Einfach mal seinem Chef eine klatschen, Load State, Chef eine klatschen, Load State. Aber dann weißt du meistens nicht, wann du den letzten Safe gemacht hast. Stell mal vor, da bist du auf einmal ein Jahr jünger und musst den ganzen Scheiß dann nochmal machen. Tja. Da geht's rein. Das sah so aus. Okay, bei der zweiten Fahrt werden wir mal alle Röhren ausprobieren. Wie soll ich da oben denn hinkommen? Okay, warte. Ja. Wunderbärchen. Ich mag's ja, wenn man von vornherein schon eine Secret Exit gefunden hat. Das heißt für mich dann nothing to do here. Dann kann ich hier ganz in Seelenruhe meinen menschlichen Gelüsten frönen. Und ich bin fertig. Ich kann einfach den Level nochmal so machen, wie er gemacht werden soll. Ohne überall zu gucken, ja, wo könnte ich denn hin? Blind Run, nee, Leute. Bone Chilling, sofort nochmal. Gar nicht warten, einfach weiter. Gar nicht warten, eigentlich gar nicht schlimm. Super. So geht's. So ohne... Oh. So ganz ohne Feder das jetzt machen. Ist auch cool. Ich nehme das mal als Herausforderung, ne? Als was soll ich das denn sonst nehmen? Und Leute, ich möchte es nicht beschwören, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir bisher den ganzen Hack gespielt haben, ohne Safe States zu setzen in den Levels. Es sei denn, ich muss den Level nochmal machen, weil das Spiel wieder verbuggt war. Dann gebe ich mir nicht die volle Dröhnung. Ne, das mache ich nicht. Da bin ich mir doch selber ein wenig zu schade für. Diese Donkey Kong Musik, die ist so schön. Das habe ich übrigens nie gemacht, auch damals nicht. So 100 Mal unter eine so eine Kiste springen, damit alle Münzen daraus sind. Nee. Also das war selbst dem kleinen Matti dann ein bisschen zu doof. Oh, hallo. Wieso können die eigentlich da drüber laufen? Da war nichts. Oh, oh. Das müsste eigentlich gleiches Recht für alle sein. Normalerweise sollten diese Gegner auch elendig verbrennen. So wie ich, wenn ich da reinfalle. So wie Mario. Okay, da gibt es natürlich nochmal eine Revanche. Wir fahren nochmal ohne Midway Point. Ohne Netz und oh, Scheiße. Und doppelten Boden. Ah, das wäre es fast gewesen. So. Nein! Geh mir aus der Sonne! Okay. Okay, cool. Ich hab's. Ich hab's. Ich nehme den P-Switch einfach mit. Einfach den P-Switch mitnehmen. Einfach den P-Switch mitnehmen. Okay. Okay. Hierfür ist er zu gebrauchen. Das macht uns das Leben etwas einfacher. Auch nicht viel einfacher, aber doch ein bisschen einfacher. Yay! Gewonnen. Nicht mehr fahren erstmal. Also erstmal haben wir es fertig. Also erstmal müssen wir es nie nochmal machen. Continue und save. Das finde ich sehr freundlich.
dass sie jetzt mittlerweile hier mal direkt nach einem Level da mir das sagen, ja, du darfst speichern. Und ich muss gerade mal ganz kurz, ich habe was ganz Wichtiges hier gerade. Nämlich Bier. Ja, 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 ja. Ja, ich mach gerade Chatty Chatty, tut mir leid. So, nicht, dass ich diese Liebesbekundung einer falschen Person schicke. Das ist natürlich nicht gut. Also Leute, das ist ja auch der Schrecken eines jeden, ne? Stell mal vor, du machst da die drei magischen Worte an irgendjemanden ganz Falsches. Und der sagt dann auch noch, oh, ja! Und dann hast du ein Problem. Dann hast du ein richtiges Problem. Das war nur ein Witz. Gar nicht schlimm. Okay. Ja, kann man mal machen hier. Ein roten Yoshi. Where am I? Hell, get me out of this place. Der rote Yoshi ist der schlechteste. Blind Run. Ja, das ging. Das mit dem Lucky Doo war meiner Meinung nach das Schwierigste. Hier ist keine Musik. Okay. Ist in Ordnung. Soll mich das jetzt hier gruseln oder was? Ja, ein bisschen tut's das, ehrlich gesagt. Kennt ihr noch diesen Hack? Diesen Mario in fetten Großbuchstaben? Diesen Creepypasta-Hack? Ja. Geschafft. Wie ist der Level? Also, der war ja nur, um uns mal einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Dead Silence, okay. Ja, haben die hingekriegt. So, Fright Castle. Wir machen am Anfang mal ein Save und dann geht's hier los. Diese Säge geht über Bande und oh ja. Die Dinge habe ich ja vermisst, ne? Die sind ja echt cool. Ich bin froh. Oh Gott, nein. Oh. Ja. Ja, Leute, das ist SMW. Du musst das Spiel. Ne, tue ich ja jetzt gerade nicht, aber du musst das Spiel beherrschen und dir dann auch mal in solchen Situationen zu helfen wissen. Das ist dann tot. Nee, ich hab's doch nur überlebt. Ja, genau. Behalt mal deine komische Lanze dabei da, so weit da unten, bis das Power-Up weg ist. Kann man mal machen. Oh Mann, ey, das macht mich hier alles schon nervös. Wuhu! Bloß weg hier! Ich bin mal gespannt. Ist es... Ich hab's ja gefragt und ich habe recht viel im Voraus aufgenommen. Ich habe nämlich noch nicht einen einzigen Part von This Hack Needs a Name hochgeladen, weil ich nämlich diesen Hack eigentlich... fertig aufnehmen wollte, bevor der online geht. Damit ich mal so ein bisschen SMW produced habe für euch. Ist eigentlich nicht cool, aber das ist einfach Uni, Leute. Das ist Uni. So ist es. In diesem Semester, da merke ich schon, da kriege ich richtig einen drüber. Sag mal! Genauso wie hier. Nochmal! Nochmal! Der Kobold mit dem roten Haar. Und da kann ich einfach durch hier. Der interessiert mich ja nicht. So, hier jetzt. Da warten. Und hier Haarscharf fast einen rüberkriegen. Und hier jetzt alle Münzen rauskloppen. Wenn man die Zeit dafür hat, dann macht man das doch. Habe ich aber nicht. Ach, Plot-Twist. Ich habe die Zeit nicht. Jetzt macht dieses... Einige davon bleiben so lange, andere nicht. Meine Güte. Entscheide dich. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da kriege ich es immer. Okay. Ja, guck mal, die jetzt. Die brauchen nicht so lange. Die sind viel gefährlicher. Intensität wird gesteigert. Hi. Das ist gefährlich hier, Freunde. Genauso bin ich mal wieder so richtig gut drauf, dass sie die Originalmusik gemacht haben. Ja, tut mir leid. Ich verdiene halt kein Geld mit YouTube. Ist nicht richtig. Ja, Nintendo ist schon wieder da dran. Die scharren schon mit den Füßen. Die holen sich das Video.
Das sage ich euch, die holen sich das. Die kennen da nichts. Das gehört jetzt schon denen. Jetzt, wo ich es aufnehme, da haben die schon monetarisiert. Also die, nicht ich. Und ich dachte, ich könnte irgendwie mal was machen hier, was mir Spaß macht. Nein. Ja, ist ja nicht so, dass ich es nur für die Moneys mache, ne? Aber ich meine, geschenken Gaul, ne? Wie war das? Aber der Gaul ist ja nicht geschenkt. Ich meine, es gibt ja gar keinen Gaul. Okay, hier ist eine Feder drin. Sehr schön. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit jetzt zwei Dungeons vielleicht geschafft. Möglicherweise, wenn ich das jetzt hier noch rall, dann wäre das ja nicht von Nachteil. Okay. Auch cool hier sowas, ne? Okay, los geht's. Upp. Nee, off. NF. Oh, das habe ich vergessen. Oh ja. Sag mal. Okay. Diese Szene hier ist schon sehr böse. Da muss ich jetzt erstmal einen Kopf anmachen. Wenn das überhaupt funktioniert. Also, wir haben jetzt erstmal hier einen Pilzkin. Dann holen wir uns hier die Feder. Und hier geht's jetzt los. Also, dieser Levelabschnitt funktioniert so, dass ich einmal drauf drücke und dann geht's in die andere Richtung. Ja, das haben wir ja mittlerweile alle verstanden. Ne? Ihr auch? Ja, gut. Also ich auf jeden Fall. Das reicht ja eigentlich. Frage für mich ist jetzt, muss ich hier schon rallen? Oder... Ich mach das mal so. Das heißt, Hauptsache viel davon mitnehmen. Und hier jetzt so hoch. Genau. Und dann so fix wie möglich darüber. Genau. Weil ich ja immer noch von dem Zyklus der Kettensägen hier abhängig bin. Okay. Ah! Nerv mich halt mit deiner komischen Kugel da. Das tut gar nicht weh. Ich meine, überleg mal, so ein Morgenstern, der bewegt sich so langsam. Da kannst du gegenpacken. Nee. Einmal durch, bitte. Dankeschön. Oh Gott. Das kommt ja wieder. Mach diese Musik nicht so spannend. Und das ist ja dann nochmal doppelt grausam, weil die ja schneller abgespielt wird und Exit. Oh, ich bin begeistert. Ich kann jetzt hier wieder ein super fancy Bonusspiel machen. Ach, kennt ihr das Gefühl? Wenn ihr so schon vier Pilze habt, dann denkt ihr, ach, der Rest wird auch noch Pilz und dann kommt was anderes und dann wisst ihr, ja, jetzt ist vorbei. Schade. Hashtag Frechheit. Okay. Dann haben wir Fright Castle hinter uns gebracht. Und beim nächsten Mal kommt Perilous Peak. Ja. Bis dann.